Nun ja, also, falls ihr gestern nicht dabei wart, wir haben gestern Malenia platt gemacht. Das war so ein Wahnsinnsritt, ehrlich gesagt. Das war wirklich, wirklich krass. Guck mal, wir holen uns einfach nur mal aus alter Verbundenheit unsere null Seelen zurück. Ja, meine Güte, wenn ihr nicht da wart gestern, war das gestern? Wann war denn das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, gestern war das nicht. Wann war denn das? Gestern war ich ja auf dem Junggesellenabschied. Lol, hätte ich euch auch mal die Geschichte erzählen können. Habe ich noch nicht, spare ich mir auf. Vorgestern oder so war das. Und ja, da haben wir die einfach platt gemacht. Und jetzt hatten wir dann 3 Level abbekommen. Also irgendwie 400.000 Mark oder sowas. Und natürlich mache ich das Bild noch groß, weil ich rede. Ich schiebe mich auch mal wieder. Warte. Ah, warte. Das funktioniert nicht so gut. So, wir gehen mal wieder hier rüber einfach. So. Ein Stück. So, ne? Ihr wollt die Seelen immer sehen. Seelenseher. So, Zeit vertreiben. Ach so, ach, ich Trollomann. Ich hatte die PlayStation für Endzone auf Deutsch gestellt, damit ihr das Spiel auf Deutsch sehen könnt. Und jetzt ist das hier auch auf Deutsch. Das macht mich gerade völlig kirre. Ich hab's die ganze Zeit auf Englisch. Nee, das kann ich nicht machen. Leute, ganz kurz. Das geht jetzt nicht. Ich kann nicht 99% dieses Spiels auf Englisch spielen und jetzt auf einmal auf Deutsch. Das geht nicht. Ich muss es kurz umstellen und glaube ich, das wahrscheinlich neu starten. Das geht nicht. Kurz neu starten. Nee. Das geht nicht. So, kurz neu starten. Auf Deutsch ist Malenia einfacher, echt? Ah ja, okay. Das wusste ich nicht. Was hätte man dann machen können auf Deutsch? Hätte man ihr eine Steuererhöhung andrehen können und dann wäre sie durchgedreht oder was? Weiß ich nicht. Also, ich habe grundsätzlich übrigens gar kein Problem, Videospiele auf Deutsch zu spielen oder so, wenn die Synchro gut ist. God of War habe ich auch auf Deutsch gespielt, ne? Ich hatte hier knaller durchgenommen, God of War. Auf Deutsch gespielt und das war eine wunderbare Reise. Elden Ring, habe ich einfach mich für Englisch entschieden und das möchte ich dann auch durchziehen. So mitten, kurz vorm Ende nochmal zu wechseln, macht ja gar keinen Sinn. So, wie viel brauche ich noch für ein Level Up? Zu viel. So, gehe ich jetzt hin? Also, was mache ich jetzt überhaupt noch? Wo reise ich denn jetzt überhaupt noch hin? Ich bin jetzt hier. Da oben. Ich weiß noch, wo ich hingehen kann. Ich kann ja erstmal... Ich fahre mal erstmal zum... wo bist du denn da? Zum Baum, um zu gucken, ob da jetzt wieder in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist. Alle weg? Oder was? Hallo? Oh, es ist ein... Nee, du bist noch da. Hi. I see. You're here. Nee. Okay. Naja. Also alles beim Alten, ne? Ich kann mal wieder mit dem anderen Typ noch reden. Ja, das geht nicht. Sind schon alle auf dem höchsten Punkt. Ja, na, hier ist nichts weiter. Scheint noch nicht wirklich viel passiert zu sein. Ich glaube, ich wollte noch mal mit allen einfach reden. Auch noch mal mit... Die ist ja immer noch nicht da. Die wird auch nie wiederkommen. Mit der hatten wir die Geschichte abgeschlossen. Aber... Dann gibt es ja noch... diesen Filialleiter hier. Den da. Dem wollte ich noch mal reden. You. What is it?
About the Helic Tree Roots. Was hatte ich das alles? Das hatte ich, glaube ich, alles schon gemacht, ne? Das habe ich auch schon gemacht, oder nicht? So, the secret medallions led you to the land of the Helic Tree. I'd expect to find Melania there. Ja. She who fought Radahn to a standstill. Well, if the Scarlet Rot hasn't eaten her away completely. But with the Helic Tree as it is, I suppose Mikola must already be. Ah, my apologies. Nee. Ich habe gar nicht gegen Mikella gekämpft, sondern gegen Malenia. Oh, ein Reward. Oh, guck mal, was ist das denn? Black Flames Protection. Okay. So. I heard speculation Mikola embedded himself in the Helic Tree. But before he could finish, someone cut the tree open and absconded with his infant form. Indeed, it seems those words held weight. How vexing that the All-Knowing didn't have the full story. Perhaps the Queen's sorrow was justified. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised, your reward. Hat wie viele Rewards kriegst du? Known only to me. You are a true fellow. Noch eins. Okay, ist ja nett. There are four more demigods yet to be located. Mikola of the Helic Tree. His twin, Melania. The undefeated swordwoman. Habe ich doch platt gemacht. Princess Rani, daughter to Renala. And the one only known. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the hall, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost rite. Wie viele von diesen Rites hat er denn? Before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Oh, muss ich vielleicht gegen den am Ende nochmal kämpfen? Okay, das ist work together. Gut. Da gab es ja nochmal Neuigkeiten. Dann haben wir nochmal die älteren Damen, die wir sprechen. Hatte ich den nochmal. Ja. Genau. Was kann ich, bis was kann ich, bis wohin komme ich denn? Bis 9, okay, krass. Und da bin ich auch. Na, bis 8, okay. Naja, aber immerhin. Und dann kann ich ja noch einmal. Hier ist dieser andere, der ist nicht mehr da, zum Glück. Und dann kann ich noch theoretisch einmal mit diesen, mit der Fingerlady da sprechen. Gucken, was die noch zu sagen hat. Nee, falsch. Wie oft ich das gemacht habe. Wie oft ich hier falsch abgebogen bin. Was sind das für Geräusche? So, hat die noch irgendwas Neues zu sagen? Oder mir zu verticken? Don't worry, my dear. I'll see it to the end with you, if it please. Also, wir können noch mal. Ja, okay. Hat Melania irgendwas im Angebot, was ich mega geil finde? Nee, oder? Das ist einfach nur optisch, ne? Oder halt, ich kann mit Melanias neu gewonnener Asche. Nee. Was? Dranglord? Was ist. Das muss doch Melania sein. Oder? Ja, Hand of Malenia. Oh, das ist auch ein Bloodlust-Ding. Skaliert mit Strengths und Dex. Okay, da kann ich ja aber was raufsetzen. Oder kann ich was raufsetzen? Kann ich da eine Asche raufsetzen?
Blade built into Malenia's prosthetic arm through consecration. It is resistant to rot. Malenia war symbols of victory. Some claim to have seen Wings. The weapon was raised aloft. Wings of fierce determination. Unique skill, waterfowl dance. Perform a series of one-footed leaps in the manner of waterfowl to unleash a swift yet graceful slashing combo. Die kenne ich doch noch. Repeated inputs allows for up to two follow-up attacks. Okay. Guten Abend, Nils und Chat, sagt Tian. Hey, schönen guten Abend auch dir. Ich frag mich gerade, ob ich dieses Katana haben will. Ob das besser ist als mein Standard-Katana. Was ist das andere? Ah. Technique of Venus, the God of Rot. Creates a gigantic flower that blooms into an explosive scarlet rot. Vielleicht. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, ist, also ich meine, ich könnte die Asche duplizieren. Und dann wäre es auch egal. Ich habe eh so viele Plätze noch, wo ich sie duplizieren kann. Und dann könnte ich mir das hier kaufen. Ist es besser als mein Standardschwert? Das ist die Frage. Now, go forth. Machen wir. Do what you believe is right. Das könnt ihr mir gern mal sagen. Ich habe halt immer noch das mein erstes. Es ist immer noch mein erstes Standardschwert. Mein Uchi-Katana. Und ich frage mich halt, ob das andere jetzt von Malenia besser ist. Als da lohnt sich das quasi, den ganzen Aufriss zu machen. Ich hätte ja... Warte, wo hatte ich hier? Irgendwo hatte ich... dieses komische Tierchen da besiegt. Ich kann die einmal duplizieren. Warte, wo war das? War das hier? Nee. Wo war hier? War das hier? War das hier? War das hier? Wo habe ich diesen Typen? Doch, das war. War das hier? Ist nicht so gut, das Schwert. Na gut. Aber hier ist das. Was ist denn hier? Ach ja, genau. Hier, ja, das ist auch das Teil. Genau, hier könnte ich das duplizieren. Ah, okay. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel Melania einmal kopieren. Ne, warte, welche war? Das ist es. Hallo? Habe ich dieses gerade irgendwie an die Asche da weggeschmissen? Entschuldigen Sie bitte. Ne, da, zweimal. Dann können wir uns das ja mal eben kaufen. Das Schwert ist tatsächlich gut für Dex-Build. Ja, ich habe ja ein Kane-Build. Kann ich da noch eine Asche drauf machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Achso, dann müsste ich das natürlich dementsprechend jetzt auch nochmal upgraden. Aber ich hab's dann ja auch in der falschen Hand, ne? Wow. Ach, hier darf ich nicht hauen. Okay, Mist. Kann ich da unten hauen? Ich kann das nicht ausprobieren. Nee, okay, bei legendären Waffen kann man nicht die Asche ändern. Ja, okay.
Frage ist, warte mal, das, wie das so skaliert, ne? 116, warte mal. Da bist du. Also wenn das halt weiterhin auf Strength und Dex skaliert und ich bin halt natürlich, hab eine Kane-Build, ne? Kann das natürlich sehr gut sein. Ist ein bisschen schwerer, okay. Hat vielleicht ein bisschen mehr Reichweite, ne? Das könnte sein. Ach, mit Somba. Das ist doch skaliert auch noch mit Somba. Na egal. So, da habe ich nur einen von. Den spare ich mir jetzt erstmal auf. Guck ich erstmal, was das kann, bevor ich das mache. Ah, okay, das, der hat natürlich halt mega, also deutlich mehr Bloodloss Build-Up. Das ist natürlich ein Game-Changer, ne? Der macht ein bisschen mehr Grundschaden aufgrund, ja, macht einfach mehr Grundschaden. Aber der hat halt diesen Bloodloss Build-Up nicht. Das ist natürlich, ja, okay. Der skaliert natürlich dann mit Akane weiter. Ja, okay, das ist ein bisschen, natürlich ein bisschen lame. Ja, ich glaube fast, wenn ich so ein Blattbild habe, dass natürlich dann das ein bisschen verschenkt ist. Also der, das bisschen mehr Schaden im Physical, das lohnt sich nicht. Naja, okay. Aber wir haben es mal angeguckt. Dann bleiben wir mal dabei. Ist deutlich kürzer. Also, dann reisen wir mal weiter. Wir hatten auf jeden Fall noch diese Brücke dort. Wo war das? Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. War das hier? Warte mal, war das hier? Nee, das war doch dieses... Jetzt muss ich erstmal wieder checken, wo das war. Diese lange Brücke, wo war das denn nochmal? War das hier oben? Nee, Malenia, God of the... Da kamen wir dann hin. Genau, über diese Helictree-Geschichte. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo diese andere Geschichte war. War das da? Ey Leute, wisst ihr, wo war nochmal diese Brücke? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hier waren diese, das war diese Drachengeschichte. War das diese Brücke hier? Nein, oder? Nee, das war doch nicht hier, oder war das hier? War das hier? Ich werde es in Kürze in Erfahrung bringen können. Doch, hier war das. Ja. Hier war noch ein Nebeltor. Genau. Hier war nämlich der Ritter, der goldene Ritter. Aus der Riddersmark. Und hier war das Nebeltor. Und da wollte ich nochmal durchlunsen, was hier drin ist. Gucken wir erstmal rein, was hier ist. Kriegt er keine Zwischensequenz, dann ist es kein Alpha-Boss. Okay.
Okay. Au, okay, das hat weh. Au, wow. Scheiße. Au, oh, was? Okay, zweite Phase, mir doch egal. Oh, scheiße. Jetzt lass mich aber noch heilen, bitte, bevor du irgendwas mit mir machst. Die alle immer kurz bevor sie abnippeln noch irgendeinen Ass aus dem Ärmel ziehen. Okay. Krasser Dude. Shit, krasser Dude. Wow. Ist es, das ist so ein Wolfstyp. Oh Gott, ich kenne hier diese Leute, die sind super schnell und quirlig. Unangenehm schnell. Shit. Ich wette, ich bin tot, bevor ich mich heilen kann. Unnötig brutal. Warte mal. Okay, der ist sehr wild. Wildi. Na gut. Warum habe ich mir eigentlich angewöhnt, Bosskämpfe immer ohne Asche zu machen? Was ist das für ein bescheuerter Ehrenkodex, dem ich da hinterher jage? Wieso habe ich denn kein volles Leben? Hä? Warum habe ich kein volles Leben? Okay, das war dumm.
Wilder Hanselmann auf jeden Fall. Okay, na gut. Na gut. Ich bin schon wieder. Ey, ich check's gerade nicht. Warum habe ich kein volles Leben? Was ist das denn für eine Eigenart? Checkt es gerade einer von euch? Gibt es hier keine Experten unter uns, die mir das beantworten können? Der Boss macht einen Debuff, aber der bleibt aktiv, obwohl ich neu gespawnt bin? So weird. Hi, it's me again. Ach! Ah, zu früh. Zu früh in ihn reingewieselt. Nochmal ans Feuer setzen. Das ist ja ulkig. Okay, ich habe gedacht, dass das der gleiche Effekt ist. Wenn ich respawne. Aber offensichtlich muss man da noch einmal rasten. Ja, ich habe das Gefühl, mit Mimic ist das relativ einfach. Ich weiß auch nicht, warum ich immer dies. Warum mache ich es mir immer schwer? Naja, egal. Hey, Baby. Okay, das war nix. Gott, ich bin wieder so ein bisschen in der Hochnäsigkeitsphase. Da muss ich mal ganz schnell rauskommen. Ich habe das Gefühl, ich verbringe große Zeit dieses Spiels damit, gegen Bosse anzurennen und es mir schwerer zu machen, als es sein müsste. Melania. Dann der Goldene Reiter Nummer 1, der Tree Sentinel, da der allererste. Da gab es so einige Bosse. Ach, ich lebe wieder, okay, sehr gut. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt jedes Mal dieses Rasten noch machen, aber es passt schon. Hey, Beast Clergyman! Ah, das vergesse ich halt jedes Mal, dass er diesen Move macht, ne? Warum trinkst du nicht? Ich habe doch dir an. Ich habe ihm gesagt, er soll trinken. Er hat das einfach nicht gemacht. Egal, Clergyman. Clergyman, oh. You think you are a clergy. Was ist denn das da für eine Warze da? Seht ihr das da in der Mauer? Ah, okay. Eine optische Täuschung. Habt ihr das Bild gesehen vom Mars Rover? Das aussieht, als wenn eine Tür im Fels ist. Natürlich direkt die Erklärung dazu gelesen, was mich natürlich direkt wieder so traurig gemacht hat. Das wäre schon cool, wenn es eine Tür wäre.
Aber sieht gut aus. Sieht aus wie eine Tür. Ja, was mache ich denn gerade? Ich bin völlig unkonzentriert. Okay. Es geht bergab. Beim ersten Mal hatten wir hatten den besten Versuch beim ersten Mal. Das ist so ein typisches Nils-Ding. Wenn man First-Try-Möglichkeit hat, dann bin ich konzentriert. Und danach falle ich in so ein kleines Loch. Mars-Gesicht reloaded. Eigentlich totaler Quark, aber reicht für 3 bis 4 Hollywood-Filme. Absolut richtig. Kein Nils-Ding, sondern ein Souls-Ding, ja. So, jetzt rein. Buddha Johnny. Ja, ich weiß, das habe ich nicht gesehen, ob er da sein Schwert in den Boden steckt. Es ist halt auch scheiße. Ja, weg, 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 weg. Ah, ja. Ahaha, mir egal. Kannst mir gar nichts. Komm, Beate. Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht fertig. Du musst auch auf mich warten. Das ist... Okay. Ich hatte gesagt, ich war noch nicht fertig. Okay. Warte. Warte, warte, warte. Au. Ah, das ist der Buff oder was? Ich hab keine Flaschen mehr. Ich ändere mal was mit meinen Flasks. Flasks-Ausstattung. Hallo? Ich brauche keine 3, 2 reichen. Eine mehr. Geil. Nochmal rein da. Ich kann ihn auch mit Mimik legen. Ich muss auch nicht jeden Abend so wahnsinnige Herausforderungen haben, ehrlich gesagt. Gestern bei Malenia hatte ich dann richtig, also das, da habe ich es gefühlt, da wollte ich es unbedingt. Jetzt bei dem ist es mir nicht mehr so wichtig. Deswegen können wir es auch mal mit Mimik machen. Warte mal. Was ist, das ist einfach zu einfach. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht mehr ernst nehme, aber...
Das ist ja Frechheit. Das ist ja eine Frechheit. Jetzt sterbe ich, weil ich es nicht mehr ernst nehme. Aber das macht er ja alleine im Prinzip. Oh Gott! Naja, jetzt fühle ich mich doch schlecht. Das ist ja, das wäre albern gewesen. Okay, das ist wirklich albern gewesen. Naja, okay, gut, was soll's. Remnants of the Black Blade. Na gut, der hatte ja nicht mal eine richtige Einführungssequenz. Oh, geht weiter. Was passiert jetzt? Hi. Wer bist du? Was ist das? Er steht tapfer, er weicht nicht aus, er läuft nicht weg, er hat keine Ahnung, was das für eine Flamme ist, aber The Rune of Death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. Warum höre ich keine Sprachausgabe? But the flames will also burn the impenetrable thorns. Ah, da kann ich jetzt rein. Zu den Impenetrable Thorns. Farewell it is, then. Krass. Okay. Keine Ahnung, warum da gerade kein Ton war. Lendell Ashen Capital, das kennen wir doch. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich bekommen? Oh, 22.000. Ja, also das ist echt, also das, dieser Mimic, der hat den ja quasi alleine gemacht. Das war dann... Also ich habe, wenn ich nicht vorgestern diesen ultra krassen Kampf gehabt hätte... gegen Malenia, wo ich wirklich hart gekämpft habe, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gesagt, den mache ich ohne, aber mir ist jetzt nicht schon wieder danach so ein 4-Stunden-Event quasi zu begehen. Wo läuft's hin? Then we are yet golden ones. Okay. Also sehe ich das richtig, dass die ganze Stadt jetzt unter Asche vergraben ist, sozusagen, durch den Baum, ja? Durch die Asche, die vom Baum runterrieselt, ist die Stadt begraben, oder was? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Da geht's runter? Ja, da geht's runter. Subterranean Shunning Grounds. Ich gehe da mal runter. Ich kann jetzt ja oben zu diesen Thorns gehen. Eigentlich müsste das ja noch klappen. Mal gucken, wo es hier jetzt runter geht. Oh. Crimson Ember Medallion 2.
Oh ja, schon ein bisschen, ne? Lohnt sich vielleicht sogar schon statt Dexterity auf 59. Ja. Dexterity ist 59. Doch, das lohnt sich doch, oder? Würde ich schon sagen. Hier war ich doch aber schon mal, oder nicht? Das ist doch... Das ist doch eigentlich noch mein anderes Bonfire. Ganz kurz, Leute, streitet euch bitte nicht im Chat. Es ist völlig okay, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das Gute ist ja, jeder spielt es, wie er will, und am Ende des Tages muss man sich nicht dadurch definieren, wie andere das spielen, und man darf sich auch nicht seinen eigenen Erfolg oder so dadurch madig machen lassen, dass man das Gefühl hat, oh, andere machen irgendwas im Easy-Mode, was ich mir hart erarbeitet habe oder so. Darum geht's ja nicht. Es ist keine Competition. Es geht um Spaß, und wenn der eine auf die eine Art Spaß hat und der andere auf die andere, dann ist es völlig legitim, weil am Ende geht's um euren persönlichen Spaß und nicht darum, wie andere Leute spielen. Ich für meinen Teil bin selbstzufrieden und glaube, ich habe in meinem Elden Ring Run sehr viele Bosse ohne Summon gemacht, in denen ich mal mehr, mal weniger fast dem Wahnsinn anheimgefallen bin, und habe nicht mehr das Gefühl, mich für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Also ich habe wirklich viele Stunden gegen Bosse gekämpft und einfach für mich selbst, um vor mir selbst so ein, mir hat mir ein Ziel gesteckt und gesagt, ey, den Boss will ich ohne machen, komm, egal wie lange ich leide, und das habe ich echt paar Mal gemacht, und ich finde, da habe ich mein Blut auf dem Feld gelassen oder whatever. Ich habe auf jeden Fall, finde ich, da genug geliefert diesbezüglich. Und wenn ich dann mal einige Bosse da mit Mimic mache und sie werden zum Easy Mode dann im Vergleich, ist doch völlig klar, habe ich kein schlechtes Gewissen tatsächlich. Und ihr solltet auch nicht jetzt das irgendwie als Beleidigung für euch persönlich ansehen oder so weiter. So. Sag mal, hier war doch mein Bonfire, oder nicht? Wo ist das denn hingekommen? Sehr lustig, weil als ich das letzte Mal hier war und gegen die gekämpft habe, waren die doch noch ein bisschen stärker. Ja, das ist da. Aber wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Muss ich hier überhaupt hin? Ich habe hier doch schon alles gemacht. Hier links muss doch mein Bonfire sein, oder nicht? Ja. Ist hier irgendwas Neues? Ist hier irgendwas aufgegangen? Ist hier irgendwas verändert, was vorher nicht da war? Nee, ne? Ich kann noch ein bisschen durch die Stadt laufen. Und am Ende muss ich eh nach oben. Ich bin ja schon ganz oben gewesen, wo diese Dorns, die Dornen sind, die offensichtlich jetzt ja weg sind. Das heißt, ich komme da jetzt durch. Das wird ja das Ziel sein, aber ich gucke mir natürlich die Stadt jetzt nochmal an. Weil die liegt ja schon deutlich mehr unter Asche als zuvor, was schade ist, weil die Stadt ist großartig gewesen. Vielleicht gibt es auch einige Stellen, die man jetzt erreicht, wo man vorher nicht hinkam, weil die Asche einem jetzt eine Rampe gebaut hat oder so. Aber das ist einfach so hart traurig. Diese einstmals so prächtige Stadt so zu sehen, das tut mir richtig weh.
Hm. Habe die ab. Goldene Dächer. Da ist der Drache. Na, wir gucken einfach mal weiter. Das sind ja auch erstmal keine Gegner. Gut, unten in der Kanalisation waren noch Gegner. Aber ansonsten sind die natürlich auch alle unter der Asche begraben, was nur sehr konsequent ist. Hier kommen wir so auf Dächer rauf. Ich weiß aber nicht, ob wir die schon mal behüpft hatten. Oder? Kommen wir hier rauf? Jo. Durch Schornsteine kommen wir nicht. Kommen wir da oben rauf? Pferdchen darf ich nicht rufen. Komm ich darüber? Das ist doch ein Item, das sehe ich doch. Oder? Ist das ein Item? Ja, geil. Heroes Room. Was ist mit da oben? Komme ich da noch irgendwie rauf? Ich glaube von der Seite hier nicht, oder? Das ist, glaube ich, das ist zu hoch. Kann hier am Rand entlang vielleicht? Ne, da glitsch ich runter. Ja, zumindest eine Heroes Rune haben wir uns geholt. Ich weiß gar nicht so, ob man jetzt zum Beispiel dieses Gebiet machen musste. Ich glaube ja, ne? Oder so rein storytechnisch, ob man rein theoretisch die Stadt auch nie in, ohne Asche gesehen haben kann oder so. Hier unten war dieser andere kleine Drache. Also klein nicht, so ein Steindrache war da. Oh, der ist da hinten jetzt, ist ja lustig, guck mal. Der hat sich... Okay, das ist selten dämlich gewesen. Offensichtlich eine sehr harte Asche. Naja, da muss man. Mein Pferd will nicht auf Asche laufen. Na gut, dann müssen wir uns erstmal jetzt hier die Dinger da zurückholen. Ja, das war so ein Leap of Faith. Dafür führt es uns zu diesem Item. Gelaufen. Das lohnt sich schon, die Seelen nochmal einzusammeln. Gut, ich meine, wenn es eh kurz vor Feierabend ist, dann werden wir nicht mehr so viel Level-Ups machen, aber es waren irgendwie 70.000 oder sowas. Okay. Ja, genau, da hinten ist der Drache. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen müssen oder ob ich direkt nach oben gleich fahre. Aber da ist auch noch ein Item. Diverse Sachen sind hier noch neu. Upp. Okay, das war jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Nee, hör auf. Ich glaube, hier geht es jetzt schon wieder nach oben. Da kann ich dann auch einfach das Bonfire nehmen. Denke ich. Hier ist ja auch nichts mehr mit Asche. Bin da ja... Oder warte, hier ist eh Sackgasse? Ja, okay, hier ist Sackgasse. Ich bin da ja über diese Bäume hochgekommen, ne? Also über die Äste.
in die andere Richtung. Wippidoo! Das ist so melancholisch wirklich. Ich meine, ich war ja schon hier und da war die Stadt ja schon zerfallen im Grunde und hatte ihre besten Jahre hinter sich. Aber jetzt... Es ist halt wirklich traurig, weil ich kannte die Stadt ja dann. Zumindest mal ein bisschen. Da ist noch ein Item. Oh, eine goldene Sunflower. Was haben wir hier? Ups. Warte mal. Hört ihr das? Ist da was drinne? Ist da noch irgendein Eingang? Oder ist das da drüber? Irgendwas schlurft hier hart. Ist das der kleine Drache? Also irgendwas ist da oben oder da drin? Ich weiß nicht, ob das der Drache ist, den ich eben gesehen habe. Klingt ganz schön laut und schlurfend und schmatzend. Ja, über den Drachen bin ich ja auch raufgekommen, ne? Irgendwo raufgekommen. Okay, was ist hier drin? Muss ich mich mit diesem Gebäude nochmal auseinandersetzen? Da oben geht es ja auch irgendwie rein. Das gucken wir uns gleich an. Schauen wir nochmal eben hier. Da ist noch eine offene Tür. Hallo, gibt es hier noch jemanden oder? Oh, noch ein Item. Tarnished Sunflower. Traurig, traurig. Ist einfach niemand mehr da. Streng genommen waren vorher auch nur irgendwelche Dämonen hier. Niemand, der bei klarem Verstand gewesen wäre. Niemand, mit dem man eine nette Konversation hätte haben können. Also irgendwas schlurft und knatscht da richtig hart rum. Da muss ich mal eben schauen, wie ich da hinkomme. Oh, hier geht's hoch. Kommen dem Gewämse näher. Es wird immer lauter. Ah, das ist der. Okay. Ach, guck mal. Der war auf diesem einen Platz, wo auch diese Trompeten-Kobolde waren. Und jetzt ist er hier. Den können wir runter auf 73.000 sehen. Ja, ja, hier waren wir überall. Was haben wir hier? Ja, ich will ja nicht. Ich kann hier nicht mehr das triggern hier. Ja, bringt das was, den jetzt nochmal anzugreifen? Oder also zumindest noch ein paar Items? Das ist nicht so tief, ne? Hey, Buddy! Oh, geil! Guck mal.
Au, voll aufs Maul. Immer eine dumme Idee, keinen Platz zu haben zum Manövrieren. Oh, okay. Oh shit. Au. Au. Easy. Naja. Okay. Vielleicht mal lieber hier so einen Snack nehmen. Nicht, dass ich jetzt hier noch von irgendeinem heruntergefallenen Ast erschlagen werde oder sowas. Hier leuchtet irgendwas. Ja, guck mal, die sind noch da. Hier ist so ein Bällchen, das höre ich doch. Naja, ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Ich glaube nicht, das soll mir wahrscheinlich eher so... Obwohl, da war noch ein Item, genau. Wo ist... Wenn ich jetzt da irgendwo runterfalle, dann bin ich tot. Traue ich mich hier runter zu springen? Ja. Hier kann ich aber auch runter, oder? Hallo? Seedbed Curse. Ich höre es doch leuchten hier. Irgendwas ist hier doch. Macht mich wahnsinnig. Hier irgendwo ist ein komischer kleiner Beleuchteball. Ja, also ich glaube, guck mal hier, es war das, ne? Ja, ich weiß wieder.
Da kommen wir gar nicht mehr rein in diesen Garten. Nun, also die Traurigkeit ist deutlich zu spüren. Wir können ja mal nach oben fahren jetzt. Oder warte mal, darf ich überhaupt nach oben fahren? Warten Sie bitte. Wo sind denn die ganzen Bonfire? Muss ich mir den Weg neu erschließen oder was? Die sind ja gar nicht mehr da. Katakomben bringt mir gar nichts. Underground Roadside. Forsaken Depth. Hier ist noch ein Kartenstück, was fehlt. Was war das? Mein Zauber. Ach, das war die ganze Zeit mein Zauber oder was? Ich dachte, ich jage da was nach, dabei bin ich selbst. So, lass ich mir kurz überlegen. Erstmal hier fällt mir gerade auf. Was ist denn das hier eigentlich? So eine Straße. Oder was ist das? Fehlt mir hier noch ein Kartenstück? Ne, da fehlt mir kein Kartenstück. Aber die endet hier irgendwie im Nix. Das ist so komisch. Das ist seltsam. Also muss ich da nochmal manuell hochstiefeln jetzt zu dem Baum? Wo sind denn meine ganzen Bonfire, die ich da hatte? Ich muss mir einen neuen Weg suchen, ja? Das ist ja mega doof. Okay, dann erstmal. Die Frage ist, ich habe jetzt. Also, ich kann. Vielleicht muss ich wieder bei dem Drachen irgendwo hoch. Aber. Warte mal, über seine Flügel oder so. Da. Irgendwo. Da muss ich ja hin. Ich habe ja überhaupt gar keine Leben mehr. Aber ich war ja eben an so einer Stelle da hinten. Da ist dann eine Sackgasse, vielleicht über die andere Seite. Rechts lang. Ja, ne? Rechts lang. Komm ich da hoch? Nee, oder? Und hier? Wenn ich irgendwo runterfalle, bin ich tot. Das ist echt eine unangenehme Situation. Na toll. Das ist ja überhaupt nicht so, wie ich mir das überlegt hatte. Dann muss ich von der anderen Seite hoch. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ey, hi Leute. Warte, von der Seite komme ich da. Da muss ich. Da? Nee, ich muss so hier lang dann, ne? Da rechts hoch. Dachte ich. Ich dachte hier rechts. Oh, ich benötige ein Bonfire. Ich habe leider, ich kann ja nochmal so einen kleinen Heiltrank schlürfen. Darth Labo Pauslin, sehe ich gerade. Danke dir für dein Prime von vorhin. Das ist ein lustiger Name. Da ist noch ein Item, also hier geht es bestimmt auch weiter. Ich möchte mal jetzt ein Ritual Shield Talisman. Was ist das? Was kann der? Raises Defense when HP is at maximum. Okay. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Geht nicht auf, ne? Zwei mögliche Richtungen. Links oder rechts? Gucken wir erstmal rechts und dann gucken wir links.
Hallo. Oh, Item. Okay, ist hier Sackgasse oder... Turm. Aber Sackgasse. Dann die andere Seite. Oh, dieses gigantische Spiel. Es ist auf so vielen Ebenen melancholisch. Natürlich das Schicksal dieser Stadt. Ja, das Schicksal des Baumes, alles. Aber auch... dass die Reise zu Ende geht. Das erfüllt mich auch mit Melancholie. Das ist noch ein Item. Starfist. Widoop. Smithing Stone Nummer 5. Okay, hier ist Feierabend. Hier ist Feierabend. Dann darüber, oder? Darüber. Wie kommen wir da nochmal hin jetzt? Die sitzen ja alle, sind auch völlig fertig. Resigniert einfach nur. Die Bäume werden vom Wind, den das Feuer entfacht, ganz durchgeschüttelt. Da muss ich rauf, oder nicht? Oh, guck mal hier. Da kann ich mich runterplumpsen lassen. Kurze Sekunde Schiss gehabt. Ich darf auch mein Pferdchen hier nicht rufen. Die Treppe da hinten ist es dann ja wohl. Da rechts. Nehme ich an. So. Oh, hi, nee, ich will keinen Ärger mit dir. So, da. Da lang, da rechts rum, da irgendwie so rauf, da hinten. Tatsächlich kann ich mich wahrscheinlich auch nochmal zum Bonfire beamen, ne? Ist eigentlich egal jetzt. Gegner gibt's ja keine. Ich muss eh darüber. Hier irgendwie, ne? Ja. Forsaken Depth. Ich mach das mal, da habe ich wieder volles Leben. Da in diese Richtung. Da muss es ja hochgehen, da hinten irgendwie. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier geht's rauf, da durch und dann darüber vielleicht. Ist das vielleicht der Moment? Hier waren, ach, ich weiß es noch. Hier waren auch so diese Typis. Oh, hier rechts geht's hoch, ne? Oh, alles ist so leer, es ist krass einfach. Das ist ein bisschen stehen geblieben hier, diese Bücher und Pflanzen. Ah, Mann. Hier waren auch Gegner, da oben kam ich her. Ach Mist, hier ist zu. Ah. Okay. Lass mich mal
mal schauen. Ich will doch eigentlich darauf. Das ist eigentlich der Weg zurück, meine ich. Aus dem. Hier geht's raus aus der Stadt, dieser Weg, in diese Richtung. Da geht's doch raus. Ich will aber dahin. Ich meine, hier geht's einfach nur raus. Ich glaube, das ist hier der falsche Weg. Da hoch, da kam ich doch da damals her. Über diese Stelle, in diese Stadt rein. Das kann's nicht sein, das kann's nicht sein. So, irgendwo komme ich hier hoch. Ist zu. Na komm, zeig dich. Zeig dich Eingang. Alles Sackgasse. Okay, irgendwie muss ich hier auf jeden Fall mal rüberkommen. Über die Dächer? Nee, das ist doch alles nix. Wie komme ich da rauf? Da muss ich am Ende über dieses komische, wie heißt das noch? Aquädukt nur für Menschen. Brücke. Also. Das ist, warte mal, hier ist nicht diese Treppe hoch, oder? Und dann da links geht auch. Doch, warte mal, hier. Vielleicht geht das doch hier lang. Okay. Gut. Prima und gut. Lionsheart hat mit seinem Prime abonniert. Was für ein Meisterwerk, sagt Lionsheart. Ja, da bin ich voll bei dir. Okay, jetzt habe ich es am Ende doch gefunden. Hat unnötig lang gedauert, aber es ist auch eine schöne Verzögerung irgendwie. Oh, was ist das? Da ist wieder irgendwas. Da hinten lebt wieder was. Wer lebt da? Freund oder Feind? Können auch Freunde sein. Sir Gideon. Ich hab sehr viel... Ja, ich wusste, wir müssen kämpfen! Ich wusste das! Was? Ich dachte, er kommt nochmal zurück. Scepter of the All-Knowing. All-Knowing Helm. All-Knowing Armor. All-Knowing Gauntlets. All-Knowing Greaves. Okay. Okay. Das war jetzt nicht das Ende, ne? Sind wir uns schon einig, oder? Dass das nicht das Ende ist? Ich meine, es war klar, dass ich nochmal gegen den kämpfen muss. Aber das ist jetzt ja nicht... Das Ende. Das kann nicht das Ende sein.
Nee, 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 hier geht's wieder hoch. Ja, ja, da muss ich nämlich hoch. Da geht's nämlich zu diesem Baum da, wo ich dann diese Dornen und so empfange. War er der letzte? Oh, da oben ist noch ein Item. Das habe ich mir nie geholt. Guck mal, da ganz oben. Ist das ein Fahrstuhl? Oder irgendwas? Irgendwas hängt da. Kann man das kaputt schießen? Hängt so an Seilen, ne? Geht nicht. Komm ich aber irgendwie, könnte man da hin. Zu diesem Item. Frag mich nicht. Och Mensch, guckt euch das an. Da brennt der Baum, ey. Muss ganz schön heiß sein auch. Guck mal, da geht's theoretisch hoch über diesen Baum. Aber wie komme ich denn da ans Item ran? Hier war ich doch schon. Naja, ja, ja, ich erinnere mich. Hier bin ich doch schon gewesen. Hier bin ich ja auch rausgelaufen, oder nicht? Diese Äste sind noch vom Feuer unbeleckt. Ah, die Geschichte, genau, da kam ich. Ja, 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 ja. Hier war ich doch. Und da habe ich schon gedacht, so, hey, da komme ich ja gar nicht hin und so. Da ist noch so ein Heini. Hier, guck. Schön, dass ich das Nomades covern muss. Earth Tree Heal. Wir können erstmal gucken, was wir jetzt hier Feines bekommen haben. Warum ist der denn überhaupt schlechter? At the end that should not be. Helm set with countless eyes and ears. Worn by Gideon Ofnir, the all-knowing. Knowledge begins with the recognition of one's ignorance. The realization that the search for knowledge is unending, but when Gideon glimpsed into the will of Queen Marika, he shuddered in fear. Ja, das ist aber dann aber auch jemand, also da kann ich auch nicht respektieren. Ja, 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 aber das ist. Ja, diese Maske da gibt mir doch so einen Bonus, oder nicht? Raises dexterity as it lowers focus. Was? Was hat mir das Ding nochmal gegeben? Raises dexterity, genau. 3 plus 3 dexterity bekomme ich dafür. Okay, und. All-knowing armor. Okay, ist auch schlechter. Ich kann jetzt auch nicht die Klamotten meines Feindes anziehen. Das sieht das ja aus, als wenn er kommen würde. Da komme ich ja. Okay, das sieht mir nochmal nach einem Bossfight aus. Ich habe ja noch mega viele Sachen. Ich kann nochmal eben kurz ein Upgrade machen hier. Meine 80.000 Seelen. Guck mal, wir haben noch so viele Sachen. Hier. Lord's Rune. Was gibt die denn? 50.000? Jawoll. Geil. Wie viel brauchen wir insgesamt? 153.000. Dann, was macht die? Oh, 30.000? Ei. Naja, dann schauen wir mal, was uns jetzt dort oben erwartet. Da haben wir doch schon mal gekämpft. Wisst ihr das noch, diesen Kampf hier? Wie hieß der noch hier oben? Da haben wir schon mal gekämpft. Ist der... Du... Nee, du bist nicht schon wieder da jetzt. Ich hab dich besiegt. Du bist jetzt mein Untertan. Du kommst nicht, du machst wilde Sachen.
Oh, du bist jemand anderes. It's been a long while, Morgoth. Das war Morgoth. Ah, okay, das ist ein anderer. Okay. Wer bist du denn jetzt? Morgoth war der, den ich platt gemacht hatte. Er findet seine sterblichen Überreste. Long and hard didst thou fight. Tarnished warrior. Spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Ja, wie lange denn noch? Das Ding, irgendwann ist es ja auch mal abgebrannt, ne? Alas, I am returned. Oh, okay, das ist eine schwere Axt. To be granted audience once more. Der sieht ganz schön geil aus. Wow. Okay. Das ist Godfrey. Wow, das ist der Typ von den Bildern. Das ist der Typ aus den Bildern, der ist zurückgekehrt. Diese Bilder, die an dieser Burg hingen, oder? Hey, Baby! Okay. Ah, okay. Okay, ist ja gut jetzt. Oh, wilder Freund auf jeden Fall. Na gut. Jetzt geht's los. Das ging schnell, ne? Ah, ich bin auch direkt in ihn rein mehrfach. In ihn rein gewämst. Na komm jetzt. Komm, mein Freund. Oder sind wir keine Freunde mehr? Doch, wir sind Freunde, oder? Was ist das denn? Tornish Warrior, trust a noble fight. Ja. Kein Problem. Wir wieseln uns an ihm ran. Stück für Stück, Schlag für Schlag. Godfrey, the first Elden Lord, returned to take its throne back. But no, he has not
made the bill. This the new contender. Here is your new Edelord. And his name is Wilbald the Mighty. Diese Heilfalle, ne? Ah, Mist. Ah, ich stand im Strahl drin. Ah, la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 l. Ich stand im Lavastrahl. Na gut. So langsam. So langsam, aber sicher. Kommen wir ihm näher. Wie der Schwabe sagt in Baden. Der badische Schwabe. Der Schwabe. Schwade. Komm, Godfrey. Let's have some fun. Springen oder wie komme ich da weg?
Nein, du ziehst ihm nicht. Nein. Oh, du Arschloch. Oh, bist du ein Arschloch. Unfassbar ist das gemein. Man. Frost? Wird euch Frost? Now I fight his Horaloo. Warrior! Das ist ein bisschen. Hat schon Wrestling-Style, ehrlich gesagt. Oh Gott! Crouch-Attacke! Oh, Smash. Okay. Scheiße. Oh, scheiße. Immer diese Heilfalle. Nein, ich war zu weit. Nicht weg. Mann, lass mich noch einmal heilen, ey. Soll er doch da rumhüpfen, ist mir egal. Ich bin nicht so Fan von zwei Phasen, ehrlich gesagt. Es ist immer dieses Nervige in die zweite Phase kommen. Dann nimmt man die erste ist dann immer so nervig. Ja, das ist es. Nimmt man die nicht mehr ernst. Vier Phasen wie bei Ishin sind das wahre. Oh Gott, ey, ja. Aber ich habe Ishin platt gemacht. Das war sehr befriedigend, tatsächlich Ishin platt zu machen irgendwann. Einer der befriedigeren Bosse. Okay, das ist scheiße. No. Scheiße.
Ach, hör doch auf, ey. Du warst doch schon in Phase 2, Mann. Ach, Gott, ey. So, das hasse ich so, wenn man dann irgendwann das nicht mehr ernst nimmt. Du warst doch schon in Phase 2. Ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo er ins Phase 2 geht. Brrrrack. Na gut. Ich wusste es, ich hätte einfach dranbleiben müssen. Nein, warte, warte, ich bin doch nicht. Ey, das Spiel hat nicht mal angefangen. Du wartest jetzt einfach mal. Arschgesicht. Ist Schluss jetzt mal. Mann, oh, ich komm nicht mal rein in diesen Kampf. Naja, das ist lame, ey. Lass mich doch mal bitte eine Sekunde sortieren. Kann er nicht am anderen Ende des Areals spawnen, dann kann ich mich einmal kurz durchheilen. Was soll denn das? Ich war noch nicht so weit. Klippo. Nee, mich macht das schon ein bisschen beleidigt gerade eben, dieser Kampf. War ich gerade wirklich beleidigt? Warum? Warum darf der das? Ich will doch diese, warum darf ich denn seine Transformationsphase nicht nutzen, um eine Trankformationsphase auszuführen, in der ich einfach mal einen trinke. 50 Minuten hält er seinen Wrestling-Monolog und wow, wow, frisst seinen Löwen auf und so. Und ich darf nicht mal einen Trank essen oder was? Ah, shoot.
Krrrz. Bei jedem Tod durch Ungeduld sollte ein kleiner Imperator Palpatine abgespielt werden, der sich über das Wachsen der dunklen Seite in Nils freut. Ja, so ist es wirklich so. La 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 la. Ja, jetzt bin ich. Das ist eigentlich. Diese Phase ist jetzt für mich nur noch nervig. Da muss ich jetzt mich mal selbst ein bisschen. So, ich will mich jetzt auch mal heilen können, ey. Hau ab! Nein, nein, ey, das... Nein! Ey, das ist einfach nur lame. Das ist einfach nur lame, ey. Lamey, McLamenstein, was ist denn das? Lass mich doch mal kurz... Mann! Was soll ich denn machen? Soll ich irgendwie unter seinen Beinen durch oder was? Wenn er auf mich zustürmt. Wie einfach wie ein Wrestler. Vielleicht muss ich einfach unter seinen Beinen durch. Aber ich. Wie das so ein, wenn so ein Kleiner gegen so einen Großen kämpft beim Wrestling. Können wir dann oder. Komm. Nein! Nein! Nein, 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 gefährlich. Yes, 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 yes.
Hm. Och, Leute. Das bringt mir doch gar nichts, ey. Kein Bock. Ey, da hatte ich schon keinen Nerv mehr, dass ich so viel Flasks verbraucht habe. Aus Ungeduld. Aus patziger, kindlicher Ungeduld. I'm the Elden Ring Lord. So, komm jetzt. Wie viele Konkurrenten muss ich aus dem Weg räumen? Ich nehme mal meine alten Seelen. Wie viele Konkurrenten muss ich aus dem Weg räumen, bis ich endlich gewonnen habe? Oh Mann, ey, das Timing geht mir schon wieder auf die Eier. Ja, jetzt bin ich schwer raus. Bin schwer beleidigt. Ich heile mich jetzt nicht mehr. Gesicht! Mann, das ist einfach nur gemein. Nein, ey. Lava-Scheiße. Lava doch keine Scheiße. Das ist so ärgerlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist nicht so gut gelaufen.
Mann. So, komm jetzt. Ran an die Bulette. Annette, komm jetzt. Wie ich immer zu spät komme, ey. Lava! In der Lava gelandet. Ein Pixar und wir wären in Phase 2 gewesen, aber er wollte ja unbedingt. Wieso heile ich mich denn da auch? Wieso heile ich mich denn da aus Angst? Aus Angst und aus Panik habe ich mich geheilt. Das war gar nicht klug von mir. Kühlschrank auf. Kühles Bier. Das war hingegen sehr klug von mir. So, komm, jetzt hier. Ran. Es ist zum Mäusemelken. Exakt, es ist zum Mäusemelken. Dieser Grabschmann, ey. Frank Grabschmann. Hinauf die Treppen. Ein weiteres Mal setze ich mich aus dieser Wahnsinnsqual. Und eisern wie Margaret Thatcher renne ich an gegen diesen Catcher.
Den finde ich gut. Lava, Leco mio Lava! Nee, das ist gemein, ey! Das ist so gemein! Wieso Lava? Was soll ich tun? In diesem Lavabett? Das war nicht so nett. Mann, wieso machst du denn sofort als erste Aktion diese Lava? Können wir mal ernsthaft drüber reden? Warum er das machen kann. Ihr will es nicht, dass er da so kommt. Rudolf! Komm. Scheiße. Nein, jetzt bin ich in dieser Scheiße gefangen. Nein! Warum? Ey, da kommt original, da komme ich von ihm weg und dann macht er dieses Area of Effect Shit, womit eigentlich die ganze Arena in seinem Wüstenwirbelwind-Wahnsinn bedeckt wird. Ich mag nicht, wie der Typ mi Plot macht. Komm jetzt, komm. Okay, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, alles ist wieder dumm. Ungeduldiger Nils ist ungeduldig. Kennt man ihn. Der Ungeduld, sein bester Freund.
Oh Gott, Nils! Was mache ich? Ja, das ist jetzt ja voll albern, weil ich eh tot bin, instant. Remembrance of Horax! Lux! Das ist ja easy gewesen. Ein relativ leichter Bosskampf. Juhu! Gött! Da ist er hinüber, da ist er dahin. Der Grabschmann. So. Hölle. Ey, da hat mir aber am Ende so meine Blutklinge einen guten Dienst erwiesen, ne? Es war schon ein bisschen spooky, wie er steht da so. Und es war nur die Frage, okay, was kommt zuerst? Mein Schlag oder oder seiner? Da bin ich natürlich all in gegangen. Aber schön, ganz ehrlich, das war ein schöner Kampf. Also das hat mich massiv, der Phasenübergang hat mich massiv genervt. Aber die erste Phase war im Grunde ja super easy, wenn man es einmal gecheckt hat. Aber die zweite Phase ist bläh. Was? Darf ich hier nicht ran? Warum darf ich denn nicht ans Bonfire? Hallo? Da. Leicht verbuggt, oder? Habt ihr da so? Bester Boss im Game, meiner Meinung, den fightet man intuitiv one-on-one ohne Baloney. Den Area of Effect kann man mit Springen gut dodgen, ja. Naja. Zeit für Level Up, oder was? Level up. Da 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 da. Level up. Was hatte ich jetzt gesagt? Wir fehlen 15.000. 15.000 Seelen. I don't know. Das dürfte knapp nicht reichen. So ist es. Oh, das war fast zu viel schon. Ja, und mit fast meine ich sehr viel. Sicher zu viel. Level up. Yo, was passiert jetzt hinter diesem Krautgewächs? Bin sehr neugierig. Oh, es ist schon offen bereits. Wieso ist er denn nicht selber reingegangen? Wieso hat er denn hier auf mich gewartet? Der hätte doch reingehen können. Touch Golden Light. Das sieht schmerzhaft aus.
Ist das der nächste Boss oder was? Hat sie gerade rote Haare bekommen? Ist das der Bruder von Melania? Malenia? Schon wieder kämpfen. Ah, okay. Okay. Komm auf jetzt. Wow, ey, das ist hart. Ey, hör mal auf mit deinem Blitzscheiß. Oh, okay. Okay, Blitzmann. Frank Blitzmann. Mit welcher Ignoranz der da auch einfach wegstiefelt so. Der ist ja gar nicht mehr bei Sinn, der Typ. Der ist ja eine Maschine. Der hat gar keine Gefühle mehr. Also, der macht Blitz-Dingsbums. Pass auf, wir haben doch bestimmt hier irgendwie so Blitz... Lightning Damage. Come on, der hat Lightning Damage. Erzähl mir nichts. Das ist Lightning. Wehe, das ist nicht Lightning. What? Das ist doch Lightning. Es muss Lightning. Ich darf wahrscheinlich nicht beide, ne? Achso, ich hab eh nur einen. Es muss Lightning sein. Holy? Ist das Holy Damage? Holy? It's not Lightning, it's Holy? Really? It's really Holy? Ah, okay, okay, okay. Habe ich... Holy habe ich nur einen. Okay, ihr seid sicher, dass es Holy ist, dann machen wir das. Holy. Die Frage ist bei sowas hier zum Beispiel. Warte mal, geht das auch auf Holy? Wenn ich... Warte mal. Nehmen wir mal jetzt hier mal. Wenn ich mal gucke... Oh. Oh. Okay, das gibt mir ja richtig auf Holy hier nochmal. Guck mal. Von 28 auf 43 Holy nochmal. Okay. Okay, das ist gut. Habe ich noch was anderes aus Holy Damage negiert? Nee, ne? Nun ja, nun ja. Ja. Jetzt kommen wir, zwei Sachen, die so Holy Moly machen. Jetzt habe ich ganz guten... Ich kann noch mal gucken, was ich hier noch so für... Was das Beste bei Holy ist. Holy Moly. 13,5. Kann man das, kann man nicht sortieren, leider. 13,3. 14,1. Oh Gott. Aha, der Dickmops. Das ist bisher das Beste. Soll ich ihn in diesem Kostüm besiegen? Ist das nicht ein bisschen... Da, 14,5. Da hat er noch was Besseres. Okay, wenn ich... Ja, okay. Machen wir das doch so. Und hier auch, Holy Schmoly. 3-2 haben wir. Ist das auch die Tree Armor vielleicht? Dann, oder was?
3-3, ja, ist auch nicht viel mehr. 3-4. Ja, das ist wahrscheinlich hier nicht mehr ganz so entscheidend. Die nehmen sich alle nicht so viel. Bezüglich Holy 3-3. Und Stumpis habe ich noch. Holy 7-4, 7-7. Ja. 7-7 ist das Beste. Aber es ist nicht so viel mehr. Ja, dann lassen wir das dabei. Das sieht auch schick aus. So, jetzt haben wir 44 Holy Damage. Let's see, let's see, let's see. Puh, 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 puh. Scheiße. Au. Okay. Der stiefelt aber. Oh, okay. Okay, scheiße, die Wand an. Ich komme gerade gar nicht in den Kampf rein. Ich komme einfach nicht. Eine Heilungsphase ist. Zu lang. Es ist nix. Oh, ich komme einfach überhaupt nicht in den Kampf. Null. Au. Oh, es ist gemein. Was für eine Reichweite hat der denn? Radagon auf die Golden Order. Ja, da war ich am Ende, hatte ich nicht mehr die Flasks, die habe ich am Anfang verballert. Dumm, dummi dumm, McDummenstein. Aber das machen wir jetzt besser. Laendel, Ashen Capital, next Boss Fight. Es wimmelt hier vor Bossen. Boss City ist es. Na gut.
Ist nicht schlimm. Wieder rein. Rein da, rein da. Komm, Freunde. Oh, was ist das denn? Ach, so ein anderer Freund, der auch da rein will. Okay, 4 direkt. Okay. Au. Au. Oh Mann, muss ich da springen oder was? Nein, 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 weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Yes, Radagon of the Golden Order. Jessikowski, my friend. Sleep now. Sleep well, sleep forever. Oh nein, nicht zweite Phase. Warum? Nicht zweite Phase jetzt. Doch, weil jetzt hätte ich ja schon seine Seele bekommen. Ach, hör doch auf. Jetzt nicht schon wieder so eine Scheiße. Was sträuben die sich denn da so gegen, dass ich der neue Eldenlord bin? Warum müssen denn alle eine zweite Phase haben? Kann nicht einfach mal einer sagen, ja, hier, du bist jetzt der neue Elden Ring, ey. Jetzt hat er ein menschliches Schwert oder was? Schwert aus dem Mensch. Ich hab nicht mal mehr irgendwie Flasks, oder? Ach, hör doch auf, was ist das denn, ey? Ich hab nicht mal Flasks. Was ist er denn für ein Wesen? Ich meine, es ist beeindruckend, das gebe ich zu. Die Musik ist geil. Ich wünschte, wir könnten einfach Freunde sein, um ehrlich zu sein. Das würde ich mir wünschen. Ich habe einfach nichts mehr. Das Elden Beast. Ja, okay.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ganz tief in mir drin wabert es warm und wohlig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Boss genauso wie den davor jetzt nochmal tausendmal anrenne. Oder ob ich sage, ich hol gleich meinen Mimic und verprügel die einfach. Ja, ich mache das jetzt so ein, zwei Mal Sobo, glaube ich, und dann hole ich den Mimic. Ich habe, finde ich, genug jetzt heute geleistet ohne Mimic. Mein Gefühl ist, ich habe mir das verdient. Mein Mimic ist Teil von mir. Wenn er mit der zweiten Phase ankommt und irgendeinem Wesen, was ihn dann noch auf ist und ein menschliches Schwert aus ihm baut und dann irgendwelche Astralkörper besitzt, kann man auch mal einen Mimic holen. Da kann man noch schon mal einen Mimic holen. Kann man auch schon mal einen Mimic holen. Los, gib it. Oh ja, ich hau schon ab. Oh, da kann man überhaupt nicht richtig weg. Zu gierig schon wieder, ne? Okay. Was? Was machst du denn jetzt so mit mir? Hör mal auf! Hör mal auf, ey! Nein! Es macht keinen Sinn, mit zwei Flasks in die zweite Phase zu gehen. Das macht keinen Sinn. So, mein Freund, ich komme jetzt zu dir rein und versuche dir den Moos. Und dann bin ich Ellenrohrt. Komm. Rein, rein, Rainer. Rainer. So. Okay, das war wieder einfach ultra dumm. Annegrete, hör doch mal auf, ey. Bin ich hier wieder in ihm drin, ey.
Ah ja, ist ja gut, ey. Ist ja gut. Ist ja gut, Radagon. Ich bin bereits hinüber, du musst mir nicht irgendwelche Blitze noch hinterher schleudern. Ihr findet ja die Musik, die ich mit meinem Mund mache. Ich nenne sie Mundmusik. Eine alte Tradition aus meinem Clan. Aber ich bin schon wieder kurz vorm Wahnsinn. So, jetzt komm. Radagon. Oh, jetzt schmeiß ich schon wieder da fort. Warum machst du denn sowas, ey? Ey. Wie viel Flasks habe ich gerade gesoffen? 6? Nils, ey. Falsches Timing. Warum hat der letzte Schlag ihn nicht getroffen? Ist er in der Luft irgendwie abgesoffen? Ihr habt's gesehen, ich hatte ihn getroffen. Meiner Meinung nach war das ein sauberer Schlag. Aber hey, Radagon sagte, nö, interessiert mich nicht. Zählt nicht. So, und dieses weiße Bild muss ich auch nicht mehr sehen. Komm. Und der nächste Versuch, hallo. Drei, alles klar. Steht da auf. So, was bist du eigentlich für ein Getier jetzt?
Danke. Au, au, au. Jetzt taucht er ab oder was? Mein Gefühl ist, ich mache nicht besonders viel Schaden. Hat er irgendwie einen Weak Spot oder so? Ach, ich weiß, warum ich keinen Schaden mache. Ich habe gar keine Flasche mehr. Scheiße, ich habe keine Flasche mehr. Kein Wunder. Wie soll ich auch Schaden machen? Ohne Mana. Ich Trottel habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Okay, was bist du? Du bist wunderschön, aber was machst du? Shit, no, 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 nicht Ring of Shit irgendwie jetzt. Na, 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 nicht so ein Ring of Shit. Der hat er mich platt gemacht. Das wäre ansonsten auch sehr gelacht. Ja, komm. Also, wir machen jetzt nochmal ein, zwei und dann nehme ich meinen Mimic und dann bringen wir das hier mal zu einem Ende. Das kann doch nicht sein, jetzt hier die ganze Zeit so ein Quatsch, da irgendwie noch so ein Astral-Bubble-Ding da irgendwie. Nils, du kämpfst hier gegen einen Gott, lol, sagt Supra. Ja, er so. Ja. Ja, er ist, stimmt ja auch. Er ist ja auch ein bisschen göttlich. Ist er ja auch. Ja, bin ich ja bei euch. Ist ja gut. Ist ja okay. Ist er ja auch. Aber ich. Ich meine. Einmal noch und dann hole ich den Mimic. So. Einmal noch ohne Mimic, komm. Und dann aber Mimic.
Ach, was mach ich denn? Zu gierig! So, Team Mimic, oder? Team Mimic, komm, wir machen mal Mimic. Team Mimic, oder? Komm, schon spät. Wir wollen heute noch was erreichen. Ich habe jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute Abend nochmal wieder in diesen Wahnsinn abtauchen will. Wie vorgestern. So. Okay, was? Der macht ja ganz andere Sachen auf einmal. Okay, shoot. Okay, das kam etwas überraschend, dass er zaubert. Ich dachte, ich laufe einfach in ihn rein. Wie eben auch. Ups. Naja. Na gut. Schön Slalom. So. Das Timing habe ich noch nicht so richtig drauf. Oh Gott. Ist der unbesiegbar gerade oder was? Das ist ein Bug. Habt ihr das gesehen? Der nimmt keinen Schaden. Wieso nimmt er keinen Schaden? Was war das denn? Ist es normal, dass der keinen Schaden nimmt? Hm, okay. Oh. Autsch. Au. Au. Letzte Flask von meine letzte Mana Flask. Oh, jetzt kommt der, ach, der kommt der Ring, ne? Geh mal aus dem Ring, Johnny. Ich glaube, Johnny wird den Kampf nicht überleben, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann wird den Kampf nicht mehr lange machen. Oh Mann. Mimic ist gleich platt, ist vielleicht
Es ist mit Mimic gar nicht so schrecklich einfach. Mimic ist gleich tot! Oh! Ich muss mal nach vorne gehen, dass er mich angreift. Oh shit, oh shit, oh shit. Was ist das? Oh shit! Au, ich bin unzufrieden mit der Situation! Nein, weg! Tschüss! Aber du tust mir auch leid, beides. Ich freue mich und es tut mir leid, beides. God slain, Elden Remembrance. Oh. Uiuiui. Okay, bevor ich die Fractured America touche. Gehen wir auf Nummer sicher, ne? Oh, machen wir nochmal Level Up. Ach ja. Hab ich mir aufgepasst, wie viel ich jetzt brauche. Ach was, was habe ich denn gerade gemacht? Wieso habe ich die denn gegessen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin mit Dexterity schon auf 61 mit dem. Okay, Hallo? Und, achso, Dexterity muss ich jetzt nicht mehr machen, dann nehmen wir den noch. Hatte ich das so? Ja. Okay. Wow. Wow, 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 was ist das? Was? Man kann Rani summonen für den Kampf, oder was? Oh. Use Mending Rune of the Death Prince, mend the Elden Ring. Okay, pass auf. Mend the Elden Ring. Oder use Mending Rune of the Death Prince. Okay. Okay, mal ganz kurz. Ich will nicht, dass ihr mir sagt, was ich machen soll. Ich will nur diese drei Enden irgendwie verstehen. Also, Ment, könnt ihr mir mal kurz erklären? Was quasi. Ment ist Standard Elden Lord Ring. Okay, Ment ist das Standard Elden Lord Ring. Jedes Ende beginnt einfach ein neues Zeitalter. Okay. Easy. Easy, easy. Ah, okay, das heißt, ich habe die Rani, das Rani-Ende, weil ich das die Rani-Quest gemacht habe. Tipp, tipp, tipp.
Okay. Blablabla. Nee, das, ich verstehe schon. Das Rani-Ende ist dieses blaue Summit-Sign. Naja. Okay, ich will nur checken, was es ist. Also, die Elden Ring ist das Standard-Ende. Das heißt, ich bin dann Elden Ring oder was? Und der Zyklus beginnt von vorne. Use Mending Rune of the Death Prince. Was bedeutet das? Das bringt die Sterblichkeit wieder, wie es normal war. Aber das ist auch nicht schlecht. Also dieses Rune of the Death Prince. Ach so, okay. Oh, Lord Stromberg, vielen lieben Dank für deine 7 Geschenkabos. Die gehen an Schwitzeleback, Fiasco, Blattseeker, Shonity, 25 mg Koffein auf 100 ml. Sehr gut. Karle, 5K und Denkfehler, Danny Phantom. Fantastische Namen. Vielen lieben Dank, lieber Lord Stromberg. Okay. Mhm. Okay, pass auf. Also, ich habe diese Rani-Quest ja gemacht und die ist mir auch sehr sympathisch. Deswegen wähle ich das Rani-Ende. Sind alle wieder da, die quasi noch aus der Werbung kamen? Nö, ne? Dauert einen kleinen Moment, oder? Ich glaube, ich nehme... Oh, Seppelroth, vielen Dank für deine 5 Abos. Vielen lieben Dank, Seppelroth. Timo Bornheim, hey, Timo, du bist im Chat, du lurkst. Du hast gerade ein Abo geschenkt bekommen von Seppelroth. Care Beer, Heartbreaker, Raphael und Chess Monster. Ihr habt gerade ein Geschenk bekommen von Seppelroth. Vielen lieben Dank, lieber Seppelroth. Also. Wenn ihr alle da seid. Ich hoffe, niemand ist mehr in der Werbung. Ach, guck mal hier. Space Robo schenkt Rani the Moon Witch. Sehr gut. Sehr schön. Wie oft, ey, das ist mega clever, ne? Rani the Moon Witch, die bekommt wahrscheinlich sehr viele Geschenkabos. Ich meine, da hat sie nicht viel von, außer dass sie von fremden Kanälen, die sie nicht kennt, einen Monat ein Abo hat. Aber das ist eine sehr gute Idee. So, sind alle wieder da? Ich frage einmal in den Chat, die können mich ja nicht hören. Alle da? Fragezeichen? Oder noch Werbung? Alle da. Gut, alle sind da. Leute, ich habe mich entschieden, ich werde das Rani-Ende nehmen. Ich habe diese Questreihe gemacht, ich habe mit ihr ein gutes Verhältnis, sie ist eine gute gewesen und ich werde jetzt dieses Rani-Ende nehmen. Seid ihr bereit? Es geht los, ich bin mega gespannt. Oh Gott, es ist das Ende von Elden Ring. Es ist das Ende. Leute, es ist das Ende von Elden Ring. Jetzt geschieht es. The End ist nahe. Oh Gott. Geiler Pelz. The battle is over, I see.
I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Wow. Puh. Okay, können wir kurz mal über das Ende reden? Also sie leistet einen Schwur für alle lebenden Wesen, dass jetzt das Zeitalter der Sterne beginnt. Was genau bedeutet das? Ich kann es jetzt frei interpretieren und im Dunkeln tapsen. Aber also sie nimmt mich an die Hand auf jeden Fall. Also wir sind irgendwie ja verheiratet oder was? Und wir gehen jetzt zusammen, um irgendwie in der Welt zu wandeln. Und sie hat, was hat sie jetzt gemacht? Die Unsterblichkeit beseitigt und den Zyklus gebrochen. Weil sie das ja von Anfang an alles, diese ganze Ordnung, diese goldene Ordnung und so, das wollte sie ja, glaube ich, alles kaputt machen. Zeitalter der Sterne, Selbstbestimmung, weg vom Greater Will, dafür aber auch in Dunkelheit und Ungewissheit. Okay. Aber das ist quasi, es befreit die Menschen von dieser Ordnung oder alle Lebewesen von dieser Ordnung, von diesem Diktat. Aber gleichzeitig wie ein Kind, was man in die Selbstständigkeit entlässt, hat man nicht mehr diesen Schutzschild der Elterlichkeit, sondern man wandelt auf eigenen Füßen und auf eigenen Gefahren auch und muss jetzt quasi erwachsen werden. So, man muss die Menschheit und alle anderen Lebewesen müssen erwachsen werden und wissen daher auch nicht, was sie erwartet. Ist es so? Marcus Sealerfield. Sehr gerne, William. Lieben Dank dir für das Bestücken der dazugehörigen YouTube-Videos. Sehr, sehr gerne. Der Mond steht für Rationalität und Vernunft. Einerseits Selbstbestimmung, aber sie schafft auch Gefühle, Glauben und Körperlichkeiten generell ab. Quasi Spätkapitalismus. Okay. Der Elden Ring ist praktisch das Naturgesetz des Landes Between. Irgendwann hat es ein mächtiges Wesen von außerhalb der Welt, Outer God, The Greater Will, geschafft, den zu übernehmen. Es gibt noch weitere Outer Gods, die alle versuchen, mit einem
Empyrean, vier Armer wie Rani oder Marika, den Elden Ring zu übernehmen. Rani will den Ring vor der Welt, sodass kein Gott das kontrolliert. Okay. Aber, ja, okay. Das ist so ein bisschen wie Gandalf, der nach dem Ring greift und sagt, dann aber sagt, nee, ich könnte das nicht kontrollieren. Er würde mich korrumpieren. Oder wie Boromir, ne? Die Gefahr ist, dass es wie Boromir endet oder so. Aber ist es ja nicht. Mhm. Ja, aber das ist doch gut, aber das ist doch ein gutes Ende. Das ist doch ein gutes Ende. Rani ist in Ordnung. Rani hat die richtigen Ideen. Wow. Okay, kommt da noch was? Müssen wir uns noch diesen Abspann angucken? Kommt da noch irgendwie ein anderes eine Videosequenz oder so? Nee, ne? Weiß das einer zufällig, ob sich das lohnt? Kommt nichts mehr, okay. Nur die schöne Musik. Ja, ihr Lieben, wir haben schon wieder über 7 Stunden hier gemacht. Aber das war schön. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, hat Spaß gemacht. Endzone war schon sehr lustig und jetzt, wow, Elden Ring durch. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ich werde mir natürlich die Tage auch irgendwie Lore-Videos mal reinpfeifen und mir das alles nochmal erklären lassen und so weiter. Und mir die anderen Enden angucken und alles. Ja, wow, vielen lieben Dank für alle, die dabei waren. Ich weiß, dass das, ich bin nicht der Erste, der es durchspielt und ihr habt es vielleicht auch hier und da bei anderen Leuten schon gesehen und viele von euch waren auch schon so ein bisschen übersättigt an Elden Ring, aber hey, das ist meine Reise und ich wollte sie natürlich zu einem Ende bringen und natürlich auch alle mitnehmen, die von Anfang an vielleicht dann doch hier geguckt haben. Aber für alle, die es jetzt nicht mehr sehen können, herzlichen Glückwunsch, auch ihr habt es jetzt geschafft. Ja, morgen ist eine neue Woche, ich werde demnächst mal was eintragen. Morgen habe ich einen Stream geplant, tagsüber. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Zeit habt. Checkt mal aus, was da für Nachrichten kommen von mir. Die kriegt ihr hoffentlich zugeschickt, wenn ich den Stream starte. Vielleicht habt ihr Lust und Zeit. Für den Moment ist es sehr spät. Ich muss ins Bett. Vielen lieben Dank. Für alle, die auch heute irgendwie Abo und Subs dagelassen haben und vielleicht nicht von mir erwähnt worden waren, weil ich so sehr im Spiel war. Arole, das sage ich morgen. Das sage ich dir morgen, was es gibt. Warte mal, ich hatte mir das aufgeschrieben und 'trag das morgen alles ein. Also, das war's von mir. Das war's von Elden Ring. Habt eine gute Nacht. Bevor ich gehe, raid ich irgendwen. Wie immer. Wer ist denn überhaupt noch da? Denzel ist noch da. Ah, schicke euch zu Denzel. So, Raid. Autovervollständigung wäre mal ganz geil, ehrlich gesagt. Grüß mir den Denzel. Wenn der irgendwie vorhat, auch ins Bett zu gehen oder so, dann könnt ihr dem sagen, jetzt ist noch Entertainment Time. Lieben Gruß von mir. Der zockt nämlich RimWorld. Das würde euch auch gefallen. Kennt ihr ja sicherlich mit ihm. Und dann gibt es noch einen kleinen Bumper von mir. Und dann war's das. Macht's gut, Leute. Bis morgen. Bumper.